Ja, vielen Dank, Heribert Fassbender. Wiltrud Probst spielt hier auf dem Center Court gegen Martina Hingis, die Titelverteidigerin, Weltranglistin Erste. 19 Minuten sind gespielt. Martina Hingis führt mit 4:1, eine schnelle 3:0-Führung. Dann der erste Spielgewinn für Wiltrud Probst, die hier sich bemüht, fleißig und aggressiv spielt. Aber natürlich ist die Nervosität bei Wiltrud Probst, die hier zum ersten Mal in ihrer Karriere auf dem Center Court spielt, im Melbourne Park, National Tennis Center, riesig. 4:1 Führung für Martina Hingis und 30 Ball. Das sieht alles nicht so berauschend schnell aus, was Martina Hingis dort spielt auf dem Center Court. Aber dies täuscht, meine Damen und Herren. Sie trifft die Bälle sehr früh, steht schon fast im Feld bei ihren Grundschlägen. Und sie ist klar die bessere Spielerin in dieser Anfangsphase des Erstrundenmatches gegen Wiltrud Probst, die seit Jahren dabei ist auf der Tour, im vergangenen Jahr immerhin hier die erste Runde gewinnen konnte. Wenn man sich die Ballwechsel anschaut, dann kann man sehr schnell erkennen, dass die einzige Chance für Wiltrud Probst, hier einigermaßen über die Runden zu kommen, nur bedeutet, möglichst schnell nach vorne zu kommen, vorne am Netz das Glück versuchen. Zwei
zweite Satzball für Martina Hingis, die im Feld fast steht. Und mit ihren Grundschlägen einen Tick zu druckvoll ist für Wiltrud Probst. Martina Hingis, die hier im vergangenen Jahr eine traumhafte Saison begann mit dem Sieg gegen Mary Pierce. Insgesamt 12 Grand Prix-Titel für die 17-Jährige, die unangefochtene Nummer 1 in der Welt in diesen Tagen ist. Also alles sieht hier auf dem Center Court nach einem glatten Sieg von Martina Hingis aus im Spiel gegen Wiltrud Probst. Auf Platz 7 scheint die ganze Angelegenheit zwischen Nicola Kiefer und seinem Gegner Draper. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir hier auf dem Center Court, meine Damen und Herren. Hier ist der Spielstand zwar auch relativ, um nicht zu sagen, sehr glatt für Martina Hingis. Die wird dann das erste gegen Wiltrud Probst. Spielstand 6:1, 13:0 und 30 beide. Aber man muss sagen, es macht ganz einfach Spaß, der 17-jährigen Titelverteidigerin zuzuschauen, die hier ganz locker frei drauf losspielen kann, von nervlicher Anspannung nicht zu erkennen. Und verblüffend zu sehen, wie variabel, wie vielseitig die Martina Hingis hier auf dem Center Court agiert. Sie ist ein bisschen schlanker geworden, wirkt durchtrainierter als noch vor 3-4 Monaten. Ja, schade drum, Wiltrud Probst hat auch gegen Ende des ersten Satzes und zu Beginn des zweiten Durchgangs immer wieder die Möglichkeit gehabt, das eine oder andere Spiel vielleicht zu gewinnen, aber die sind natürlich Fehler, wie wir sie eben gesehen haben, kann man sich gegen Martina Hingis nicht leisten. Die 17-Jährige hat nicht nur eine gute Technik, sondern auch das Gefühl dafür, das Spiel zu gestalten. Eigentlich keine Schwäche zu erkennen bei Martina Hingis, die jetzt natürlich angesichts des Spielstandes ein bisschen probiert, nach vorne marschiert mit dem Aufschlag. Das ist doch wichtig für eine so renommierte Spielerin, um in einem Turnierspiel, dem es gut läuft, alles auszuprobieren. Klassische beidhändige Rückhand von Martina Hingis. Klar zu erkennen, dass sie die linke Hand in entscheidenden Druck produziert hat. Das Tempo
nach wie vor einen Tick zu schnell für Reto Probst. Der Einsatz von Wiltord Probst wird belohnt. Wiltord Probst, die hier zum 10. Mal bei den Frame startet, nun mit dem ersten Spielgewinn im zweiten Satz. Sie muss viel laufen. Im Spiel gegen Martina Hingis. Die, man muss das wirklich mit aller Überzeugung immer wieder sagen, die sich in den vergangenen 12 Monaten unerhört stabilisiert hat in ihren Möglichkeiten, ist kein Zufallsprodukt mehr, der ein oder andere Schlag, ganz abgesehen von den ganz großen Erfolgen. Das alles ist aufgebaut worden, natürlich in Zusammenarbeit mit Mutter Melanie, die nach wie vor auch hier bei diesem Turnier stets bei jedem Match anwesend ist. Aber all dies läuft rhythmisch, ruhig über die Bühne. Keine Hektik bei Mutter und Tochter zu erkennen, auch selbst bei den ganz großen Spielen, wenn es dann wirklich eng wird. Und da haben wir sie fast wie auf Bestellung, meine Damen und Herren. Mutter Melanie, die sich da kurzfristig versteckt. Aber zum Team gehört natürlich auch Damir Keretic. Den sehen wir da links oben mit der Brille. Jawohl. Das sind die Kollegen des australischen Fernsehens, die gerade hier dieses Bild eingefangen haben. Fast wie auf Bestellung, können wir uns nun bedanken. Damir Keretic, der von Beginn an der Karriere der Martina Hingis schon als 12-Jährige sich um sie gekümmert hat und heute ihr Manager ist. Und fast noch mehr, er ist einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der Mutter Melanie und der Tochter auch hin und wieder sportliche Tipps geben kann und auch darf. Thank you.
Henges. Fünf zu eins Führung für Martina Henges. All ihre Bewegungsabläufe sehen spielerisch, leicht und locker aus. Natürlich ist sie auch, und das nicht nur aufgrund dieses Spiels, die Top-Favoritin auf den Titel hier. Auch verblüffend, mal wieder zu erkennen, mit welcher Natürlichkeit die 17-Jährige auch mit den Medien und auch in der Öffentlichkeit umgehen kann. Keine Verkrampfung, auch außerhalb des Platzes. Noch einmal ein mutig durchgeführtes Aufschlagspiel von Wiltrud Probst, aber hier scheint alles gelaufen zu sein, meine Damen und Herren. Es steht 6 zu 1 und 5 zu 2 für Martina Henges. Ganz wichtig natürlich für uns aus deutscher Sicht. Was macht unser neuer Spitzenspieler Heribert Fassbender? Gewinnt er die erste Runde glatt? Und hier steht es 6 zu 1, 5 zu 2 für Martina Henges gegen Wiltrud Probst. Sie sich bemüht, aber natürlich lange nicht die spielerischen Möglichkeiten besitzt, um Martina Henges wirklich zu gefährden. Wiltrud Probst einmal 2-3 Meter hinter der Grundlinie, sofort in der Defensive. Martina Henges bestimmt dieses Match in jeder Situation und 3 Matchbälle gespielt, gerade einmal. Sie haben das vielleicht gerade unten im Anschnitt unten links gesehen, 53 Minuten. Ach, das sieht gut vorne bei Martina Henges aus, die sich freuen kann, die das Spiel so richtig gehend genossen. 53 Minuten gespielt auf dem Center Court. Ein wunderbarer Auftakt für Martina Henges gegen eine sich kräftig bemühende Wiltrud Probst. Spielstand 6 zu 1, 6 zu 2 für die Titelverteidigerin, die hier die ganz große Favoritin auf den ersten Grand Slam Titel 1998 ist. Und sie ist mittlerweile, das darf man auch sagen, Down Under auf dem 5. Kontinent unerhört populär. Ja, also das war's, der erste Auftritt von Martina Henges in diesem Jahr in Melbourne. Wir freuen uns auf weitere Begegnungen von ihr, wollen aber jetzt mal zu einem ganz großen Talent hinüberschalten.
dieses Talent. Seit Jahren hat man eigentlich mit dem großen Durchbruch gerechnet. Die Rede ist von Goran Ivanišević. Heute hat